Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen, frischen Video von uns zwei. Bei uns ist die Schulzeit schon eine Weile her, auch wenn man es uns nicht ansieht. Aber dennoch können wir uns auch sehr gut daran erinnern und deswegen haben wir heute 15 Fail-Momente auf die Schule bezogen. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr noch ein paar Fail-Momente aus der Schulzeit kennt. Ja, und ansonsten würde ich sagen, starten wir es gleich mit dem Video. Was hast du so für eine Schülerin? Eine sehr brave. Oh, das glaube ich sofort. Du warst bestimmt so eine Arschkriecherin, ne? Nein, Arschkriecherin war ich nicht, aber ich war immer sehr höflich und freundlich. Du nicht. Ich nicht. Du warst ein Bike. Also man muss auch mal auf den Tisch hauen, ne? Naja, also wenn ihr den zweiten Teil wollt, dann ihr wisst Bescheid. Jetzt viel Spaß mit dem Video. 15 Situationen, die jeder hasst. Wenn deine Freunde nach der Klausur die ganze Zeit über die Lösungen reden und du merkst, dass du alles anders hast. Oh, geschafft, ja. Endlich. Endlich vorbei. Hey Lisa, hast du bei der zweiten Aufgabe auch das mit Kroatien? Also hast du das als Beispiel genommen? Oh, zum Glück ich auch. Ich war mir erst nicht sicher, aber eigentlich macht es voll Sinn, ja. Ja, nee, das habe ich auch. Ja, bei Aufgabe 3, ne? Ja, das mit den Ländergrenzen. Ja, oh Gott, ja. Zum Glück, ey. Da habe ich so lange dran gesessen. Ja, und dann kam ja das mit dieser Präsidentschaftswahl, ne? Wo wir das analysieren sollten. Oh ja, geil, das habe ich auch, nice. Oh, jetzt habe ich voll das gute Gefühl. Ja, ich nicht. Hm? Hast du was gesagt? Nee. Ach so. Wenn du im Unterricht beim Kippeln umfällst. Oh, ist das langweilig. Susanne, hörst du bitte auf zu kippeln? Nicht, weil ich gekippelt habe, sondern aus anderen Gründen. Vielen Dank, die Vorstellung ist vorbei. Wenn in einem Test nicht das drankommt, was man gelernt hat. Oh, ich habe gut gelernt. Ich glaube, das wird eine 1. Bin mir sicher. So, dann haben wir die Klausur. Frage 1, die französische Revolution. Was? Die haben wir auf jeden Fall nicht im Unterricht gehabt. Okay. Frage 2. Martin Luther, was ist das denn für einer? Okay, ja, vielleicht Frage 3. Was? Das sagt mir ja gar nichts. Oh Mann, ich habe gedacht, es geht um das Paarungsverhalten von Schildkröten. Die Frage 5 ist auch sehr merkwürdig. Ich verstehe nur Bahnhof. Warum ist denn das Tierreich hier gar nicht aufgeführt? Vielleicht sollte ich einfach was hinschreiben. Vielleicht haben die sich aufgeschrieben. Ja, das muss es sein. Die haben einfach nur die falschen Fragen. Ich schreibe die richtigen Antworten hin. Ich bin nämlich ein Fuchs. Wenn der Lehrer mal wieder die Stunde überzieht. Endlich vorbei die Stunde. Junge Dame, schön wieder hinsetzen. Die Stunde ist erst vorbei, wenn ich das sage. Haben wir uns verstanden? Ja. Super. Hättet ihr alle ein bisschen besser mitgearbeitet, dann wären wir jetzt schon durch. Jetzt sitzen wir hier wahrscheinlich noch ein paar Stunden. So, weiter geht's. Wir widmen uns jetzt der Aufgabe 6. Los, komm ab, junge Dame. Wenn man bei einer Klausur ein richtig gutes Gefühl hat und dann doch eine schlechte Note bekommt. Oh Leute, heute gibt's die Religionsklausur zurück. Ich freue mich schon so. Dafür habe ich sowas von viel gelernt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So viel habe ich noch nie für eine Klausur gelernt. Mann, oh Mann, oh Mann. Also wenn das keine 1 ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, meine Eltern werden so stolz auf mich sein. Franziska, meine Arbeit. Danke. Na, du wolltest. Eine 5? Wie kann das denn sein? Falsch. Aber, Entschuldigung, da muss ein Irrtum vorliegen. Mann, wie kann das denn sein? Wenn einem das Handy weggenommen wird. So, und jetzt bitte alle Aufgabe 7 machen. Wenn ihr das schafft, dann müsst ihr das nicht mehr zur Hausaufgabe machen. Was sehe ich denn da? Was? Was liegt denn da unter dem Blatt? Gar nichts. Gar nichts. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Meine lieben Handys sind im Unterricht nicht gestattet. Falls ich jemanden sehe, nehme ich sofort weg. Und derjenige darf das Handy dann im Lehrerzimmer abholen. Bei dem Schuldirektor. So, jetzt reicht's. Meine Liebe, das Handy sofort hierher. Hierher. Muss das sein? Ja. So ist das Leben. Hart und ungerecht. Wenn
wenn du einen Vortrag halten musst und auf einmal total nervös bist. Oh mein Gott, bin ich nervös. Oh, ich hätte das doch echt nochmal durchgehen sollen. So, Anna, du wärst dann die Nächste mit deinem Vortrag über das Tierreich in Afrika. Ja, ich bin voll gut vorbereitet. Klappt. Sicher. Was rede ich da? Da klappt gar nichts. Das wird eine absolute Vollkatastrophe. Mann, was wird mir denn jetzt auch so warm? Oh, ich bin jetzt schon wieder Angst, Schweiß sich breit macht. Hoffentlich sieht das keiner. Oh, und was steht da auf den Karten? Oh Gott, ich kann gar nichts lesen. Ich hätte mal ein bisschen ordentlicher schreiben können. Also, das Tierreich in Afrika. Zum einen 15, nein, oder doch nicht, ja, das, oh, okay, kann ich vielleicht nochmal von vorne anfangen? Wenn dein Sitznachbar die ganze Zeit tuschelt und du dafür Ärger bekommst. Hey, hast du das schon gehört? Mit Lisa und Mann. Hätte ich niemals gedacht, ich auch. Hey, ihr zwei da hinten, ne? Leise sein. Okay, wir sind leise. Es ist viel zu laut, jetzt reiß dich mal zusammen. Hör doch mal zu, die haben sich sogar geküsst. Ich glaube, da geht's bald ganz rund. Psst! Ich glaube, ich wette. Ruhe! Jetzt reicht's aber! Das ist voll wichtig. Hey! Marie! Lisa? Ich hab gesagt, du sollst aufhören zu tuscheln. Wenn du nicht gleich aufhörst, dann fliegst du raus. Ja. So, jetzt reicht's. Raus mit dir. Aber ich hab doch gar nichts gesagt. Das war sie. Ich hab wirklich nichts gesagt. Und nachsitzen kannst du auch gleich. Das ist total unfair. Das werde ich melden. Jawohl. Blöde Kuh. Marie, hey. Wenn der Lehrer nach den Ferien die Sitzordnung bestimmt. Ach nee, ich war in Kroatien. Und ich habe so einen süßen Typen kennengelernt. Oh, wir haben rumgeknutscht. Morgen, ihr kleinen Schlawiner. Sorry für die kleine Verspätung, aber ich bin mal wieder mit dem Bicycle gekommen. Und das dauert dann schon mal ein bisschen länger, ne? So, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Ferien. Ja, das freut mich. So, ich würde sagen, diesmal mach ich mal die Sitzordnung, ne? Du sitzt ja auch schon ganz schön lange hier hinten in der letzten Reihe, aber ne? Aber wir dürfen doch immer schön verstecken. Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich. Ab in die erste Reihe neben Thomas. Neben Thomas? Ja. Der immer so stinkt? Junge Dame, das ist mach. So unfair. Die Pubertät. Wenn du dich die ganze Zeit meldest und der Lehrer dich nicht dran nimmt. Oh, das weiß ich. Nimm mich. Ja, Sophia? Warum die denn? Fahr nicht mal richtig. Vielleicht kriegt sie mich. Ja, ich. Ja, Thomas. Dann halt nicht. Oh, ja, das weiß ich auch. Mareike? Ich glaube, das macht 73. Was? Bin ich irgendwie unsichtbar? Warum werde ich denn nie drangenommen? Solltest du mal Gedanken drüber machen. Wenn man das Datum seiner Schularbeit verplant hat. Morgen, da bin ich. Meine Güte, ey, ich hätte fast verschlafen. Ich habe gestern Abend noch bis 23 Uhr gelernt. Bis 23 Uhr? Was hast du noch gelernt? Ja, für was wohl? Für die Klausur gleich. Das waren so viele Themen. Ich wusste was für eine Klausur? Mathe-Klausur? Hä? Die schreiben wir doch erst nächste Woche. Nein, die schreiben wir gleich. Quatsch, ich habe mir das extra in meinen Terminkalender eingetragen. Das haben wir doch gestern sogar schon noch in der Klassengruppe drüber geschrieben. Hä? Ich dachte, das war für nächste Woche. Nee, also die ist gleich. Oh mein Gott, bist du dir sicher? Ich habe nichts gelernt. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher. Jetzt bleib ganz ruhig. Also wir schaffen das. Nein, was hab ich? Ich hab Masern. Mir geht's gar nicht gut. Oh was mein Gott. Du hast Durchfall? Norovirus. Ja. Tschüss. Tschüss. Wenn der Lehrer bis zur nächsten Stunde richtig viele Hausaufgaben aufgibt. So, meine Lieben, die Stunde ist fast vorbei. Wir können ja was zusammenpacken. Ach, die Hausaufgaben. Lass mal gucken, Lisa. Ja, ist doch sonst auch kein Problem. Ist schon ein bisschen was üben, ne? Ja. Von nichts kommt nichts. Wir haben ja morgen schon wieder eine Erziehungsstunde. So, dann die Aufgabe Nummer 1, 2, die 3 lassen wir aus. Die ist zu kurz. Wir machen dafür die 4, 5, 6, 7. Dann habe ich noch ein anderes. Hier bitte auch noch das ganze Blatt bis morgen. Aber genau. Wir müssen aber noch Mathe üben. Das ist nicht mein Problem. Wenn du zu spät kommst und nicht mehr in den Raum rein darfst. Mist, du. Oh, egal. Nee, meine Liebe, du kannst gleich draußen bleiben. Aber ich bin doch nur 5 Minuten. Das ist doch nicht mein Problem. Ja, aber mein Bus, also das war wirklich nicht meine Schuld. Sicherlich. Wer zu spät kommt, wartet draußen. Okay. Jetzt aber mal zackig. Sowas aber auch. Was mache ich denn jetzt? Da erscheine ich schon hier. Dann sowas.
die Bohnen mitten in der Stunde ihre Wirkung entfalten. Was ganz anderes. Ja. Total egal. Machst du das gerade? Was? Nein, als ob. Oh ja. Was denn? Ich war's nicht. Du warst es wahrscheinlich. Sicherlich nicht. Also, oh, das wird jetzt langsam schon ganz schön dreist, wenn es so nicht hoch. So brutal. Also, oh, ist das dein Ernst? Oh, soll ich denn sagen, was sind die Bohnen? Das sind ja auch übel, ne? Ich kann sie nicht kontrollieren. Boah, Lisa, ey, das ist ja voll eklig. Reiß dich mal zusammen. Wenn der Lehrer dir etwas erklärt und super dollen Mundgeruch hat. So, ihr Lieben, ihr habt noch 10 Minuten für die Aufgabe. Also schön zackig, ne? Wie läuft's bei dir? Du bist ja noch überhaupt nicht, weil... Ja, ach, das kann ich dir erklären. Gar kein Problem. Wo wollen wir anfangen? Holger? Also, pass auf. Erstmal musst du den Quotienten suchen. Der ist... Zwei? Ja, fein. Und wie geht's jetzt weiter? Die Zahl multipliziert. Ja, siehst du, du kannst es doch. Aber, ne? Ja, Freunde, das war's wieder mit dem Video. Wir hatten auf jeden Fall Spaß beim Drehen und haben uns in unsere Schulzeit zurückversetzt gefühlt. Genießt es, Leute. Ja, genießt es. Man hört es immer wieder und man kann es nicht glauben. Aber Steffi und ich hatten erst neulich ein Gespräch, wo wir nostalgisch über die Schulzeit gesprochen haben. Ihr habt gerade ein geiles Leben, wirklich. Ja, glaubt mir, es kommen noch genug Verantwortung auf euch zu. Da müsst ihr so Sachen wie Steuern euch eure Miete kümmern. Und apropos Steuern, sollten wir uns auch mal drum kümmern. Aber wirklich, Leute, Schulzeit ist geil und ihr werdet nie wieder zurück zu dieser Zeit können. Und damit sich jeder denkt, der gerade zur Schule geht. Ja, ja. Und jetzt kommen wir zur Kontaktaufnahme. Als erstes grüßen wir die Paula Seiler. Ganz liebe Grüße an dich. Ganz liebe Grüße. Und dann grüßen wir noch die Tari's Dreamy World. Auch an dich. Ganz liebe Grüße. Und wenn ihr im nächsten Video gegrüßt werden wollt, dann kommentiert mit dem Hashtag TeamMillionStef. Alles zusammen, alles in einem Rutsch. Genau. Und dann seid ihr vielleicht das nächste Mal die Glücklichen. Vielleicht auch nicht. Ja, und wir widmen uns jetzt wieder den ernsten Dingen im Leben und sehen uns nächste Woche. Ja, macht's gut. Tschüss. Und bleibt fruchtig und frisch. Bis dann.